Hallo und herzlich willkommen bei den Winterfahrnachrichten. Ich bin der Daniel. Und ich bin die Inge. Wir berichten euch heute von noch unveröffentlichtem Material aus der SPÖ-Besetzung letzte Woche. Und da haben wir einiges Material noch mit der Laura Rudasch und von der Sigi Maurer und von vielen anderen Begebenheiten, die im Haus noch stattgefunden haben. Und jetzt auch noch Zugangsbeschränkungen. Das ist der Rundumschlag gegen die Studierenden und den tragt die SPÖ voll verantwortlich mit. Und es ist nicht mehr länger tragbar und dementsprechend haben wir beschlossen, wir besetzen die Löbelstraße. Für mich persönlich ist diese Frage eine besondere Herzensangelegenheit. Es war eine konstruktive Diskussion, es war auch dort nichts, es ist nichts Arges passiert, es war alles zivilisiert und normal und deswegen bin ich mir sicher, dass es auch so weitergeht. Danke für die Mühe. Bitteschön. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, war am Wochenende der Higher Education Reloaded Kongress von der ÖH in Wien und wir zeigen euch jetzt noch ein Video mit ein paar Mitschnitten und Interviews von den Kongressteilnehmern. Schon das zweite Mal in diesem Jahr veranstalten wir den Hochschulkongress. Wir, die österreichische Hochschülerinnenschaft, hier in dem Fall die Bundesvertretung. Im Namen der österreichischen Hochschulinnenschaft darf ich euch heute hier begrüßen. Mein Name ist Lisa Nimmervoll, ich bin Innenpolitikredakteurin bei der Tageszeitung der Standard. Die SPÖ hat da gegen ein Versprechen verstoßen und dieses Versprechen basiert darauf, dass man sagt, alle müssen die Chance haben auf höhere Bildung. Das muss für alle einen Platz geben an der Hochschule. Ja, deswegen haben wir das jetzt. Was habe ich gehört über Rapid Wien? Was war da? Ja, und zwar haben sich da 4 Rapidler dem Freundeschützenhaus solidarisch erklärt. Und der Herbie hat ein Interview mit denen gemacht, das werden wir uns dann auch gleich anschauen. Cool. Ich bin der Helge Bayer von Rapid, Tormann und ja. Jetzt auch an Sie dieselbe Frage wie an die Kollegen. Wie fühlt man sich an einem Tag wie heute, wo man sozusagen als Rapidler violett trägt? Also ich bin Veli Kaulak, ich bin Profifußballer bei Rapid. Jetzt, wie fühlt man sich als Rapidler, wenn man violett trägt? Pulovic Stefan von SK Rapid. Wie fühlt sich ein Rapidler, wenn man an einem Tag einmal violett trägt? Ich bin der Tanja Kaihan von Rapid, bin ein Rapid-Spieler. An Sie auch die Frage, wie fühlt man sich als Rapid-Spieler, wenn man heutigen Tage violett trägt? Traurig aber wahr mussten wir uns gestern vor dem Polizeieinhaltezentrum auf der Rosaulende wieder einmal einfinden, da einem Studentenvertreter aus Guinea die Abschiebung droht und somit auch der sichere Tod in seinem Land. Er wurde dort bereits gefoltert und Innenministerin Maria Fekter sieht wieder einmal keinen Grund, diese Abschiebung zu verhindern und möchte sie durchziehen. Deswegen waren wir für euch dabei. Sebastian hat es angesprochen, wir werden eine starke Bewegung brauchen, um diese unmenschlichen Asylgesetze, dieses Pseudo-Asylwesen zu Fall zu bringen. Und 2 Punkte sind da ganz zentral. Das eine ist, die sogenannte rot-grüne Stadtregierung muss ihre Wahlversprechen ernst nehmen und wir müssen so großen Druck wie möglich auf sie machen, dass das eingehalten wird. In Wien darf kein Mensch illegal sein, in Wien muss es so sein, dass jedes Aufenthaltsrecht, das hier entschieden wird, durch die MA35 prinzipiell positiv entschieden wird, dass sich Vector und Co. nicht darauf ausreden können. Nicht vergessen, liebe Leute, heute und nächsten Dienstag gibt es noch eine Mahnwache gegen das Budget beim Ballhausplatz mit warmen Getränken. Wir geben nicht auf und wir sind noch immer da und wir werden weiter protestieren. Das waren für heute die Winterfahrnachrichten. Ich bin der Daniel. Ich bin die Inge. Wir sehen uns nächste Woche. Same time, same station.